Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Passend vor der letzten Ausgabe vor Ostern haben wir heute einen ganz besonderen Wochenrückblick, nämlich heute inhausig. Einerseits mit Österreich-Chef Wolfgang Fellner. Hallo Wolfgang. Hallo Isabel. Und mit mir Isabel Daniel. Und wir werden natürlich die großen Themen der vergangenen Woche, aber auch jene Themen, die natürlich die kommenden Monate dominieren werden, besprechen. Und wir starten mit unserer brandaktuellen Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft für OE24 und OE24TV. Und die hat es eigentlich wieder mal in sich. Zum einen liegt die FPÖ nur noch bei 27%, aber weiterhin auf Platz 1 vor SPÖ und ÖVP, die sich bei rund 20% ein Kopf-an-Kopf-Duell um den zweiten Platz liefern. Und besonders spannend, es würde sich überhaupt keine Zweierkoalition mehr ausgehen. Also weder Schwarz-Blau noch Rot-Schwarz oder Schwarz-Rot. Also da kommen stürmische Zeiten auf uns zu. Wolfgang, glaubst du, dass das schon seine Schatten auf die EU-Wahl wirft? Und was bedeuten diese Ergebnisse? Ja, also diese Umfrage ist wirklich spannend und hat wirklich bewegt. Sie hat eine Rekordquote gehabt gestern. Wir hatten noch nie so viele Zuschauer in einer eigentlich faden Woche. Wir hatten allerdings auch noch nie so viele Protestmails, muss man sagen, die geschrieben haben, ja, spinnt sie hier? Wieso rechnet sie hier die Rohdaten der FPÖ von 25% nur auf 27% hoch? Gleichzeitig aber die ÖVP von 12% auf 20%. Das gibt es ja nicht. 2% beim einen, 8% beim anderen. Muss man dazu sagen, würde man die Rohdaten rein mathematisch hochrechnen, wie das viele Institute tun, dann müsste man allen 7% dazugeben, dann wäre die FPÖ bei 32%, so wie das viele Zuschauer verlangt haben, die ÖVP nur bei 19% und die SPÖ bei 22%. Das wäre die mathematische Hochrechnung. Und jetzt haben wir unseren Professor Beutelmeier, der sagt, so ist das nicht, denn wir haben mittlerweile eine Stimmung im Land, wo einfach viele der Menschen, die wir anrufen, aus Wut und auch weil jetzt sagen wir es dem Nehammer mal eine, sagen, ich wähle FPÖ. Das Resultat haben wir in Tirol gesehen. Am Wahltag hat plötzlich ein Drittel der FPÖ, angeblichen FPÖ-Wählenden Umfragen der Mut verlassen und sie haben ÖVP gewählt, genau. Primär. Mhm. Und genau das rechnet der Herr Professor Beutelmeier jetzt ein und sagt, er macht als Basis die FPÖ-Wähler der letzten Wahlen. Also der muss irgendwann einmal irgendwas mit der FPÖ zu tun gehabt haben, sonst glaubt er ihm nicht, dass der bis zur Wahlurne durchhält und hart bleibt. Er glaubt, und das glauben ja auch viele Insider, dass es letztendlich eine Art Abwanderungsbewegung von der FPÖ gibt, so wie jetzt auch bei Dankl in Salzburg bei der KPÖ, über das werden wir eh gleich reden, nämlich, dass die Wut- und Protestwähler am Schluss der Mut verliert, also die Wutwähler verlieren den Mut, könnte man sagen, und wählen dann doch lieber den regierenden Kanzler, weil der für die Wirtschaft sorgt. Werden wir gleich darüber reden, dass er für die Wirtschaft derzeit nicht so sorgt. Und das ist der Punkt, wo ein Westenthaler, ein Leposchitz, ein Grossang, das ist ein Riesenblödsinn. Man kann das nicht mehr mit der letzten Wahl vergleichen. Die Stimmung hat sich völlig geändert. Und es gibt viele, die sind so wütend, dass sie auf jeden Fall diesmal FPÖ wählen, auch wenn sie das letztes Mal nicht gemacht haben. Die sind ja alle der Meinung, die FPÖ ist derzeit klar über 30%. Was meinst du, Isabel? Ich glaube das nicht, weil ich glaube, dass wir das umgekehrte Phänomen haben von dem, was wir jahrelang mit der FPÖ und Umfragen hatten oder vergleichbare Parteien übrigens europaweit, dass früher haben sich die Leute nicht getraut, FPÖ zu sagen. Das heißt, es war immer eine Unterdeklarierung. Ich glaube, das ist ein bisschen das, was du meinst mit diesen Wutwählern, die sagen aus Wut FPÖ. Ich glaube, du hast derzeit eine Überdeklarierung bei FPÖ-Wählern und mutmaßlich eine Unterdeklarierung bei ÖVP-Wählern, weil es derzeit nicht genau sehr das, sexy ist, zuzugeben. Genau das sagt auch der Professor Beutelmeier und einige Meinungsforscher.
sind einige. Andere Meinungsforscher sind der Meinung, die liegen über 30%, weil die Stimmung einfach so explosiv ist. Ja, wobei ist. Es ist derzeit eigentlich nur ein Meinungsforscher der Meinung, dass sie über 30% liegen. Schauen wir die anderen ja? sind eher der Meinung, es ist irgendwo zwischen 26 und 28. Und das wird ja schon bei der EU-Wahl ganz spannend werden, denn natürlich, man muss sagen, bei der EU-Wahl geht es ja um nichts. Da ist ja kein Risiko. Während ich bei einer Nationalratswahl, so wie bei der Tiroler Landtagswahl, sagen kann, ist man zu riskant, genau. Kriegen wir vielleicht keine EU-Förderungen mehr, stürzt das Land ins Chaos, bleiben wir lieber beim Bewerten, wenn wir letztes Mal die ÖVP, auch wenn es mir im Herzen wehtut. Ja? Ist das ja bei der EU-Wahl völlig wurscht, weil da geht es ja um nichts. Es ist eine Krähenreiberwahl, wie man so schön sagt, zum Krähenreiben, zum Protest. Das heißt, wenn Protest, wenn, wann, wenn nicht dann, könnte man sagen. Das heißt, da könnte es tatsächlich über 30% werden, zur Überraschung von allen, weil die Leute, die in die Wahlurne gehen, die müssen nicht den Mut verlieren, die sagen, es geht eh um nichts, ja? Schreiben wir FPÖ. Da ist eher die Frage, kommen alle? Ja? Also kommen auch diejenigen, die Protestwähler sind, zur EU-Wahl? Und sind die der Meinung, ich muss wirklich ins Wahllokal gehen und die Stimme abgeben? Was sagst du, Isabel? Also von dem, was ich von Meinungsforschern höre, und zwar von wirklich vielen, ist im Moment ein Phänomen, das wir so nicht kannten, weil FPÖ-Wähler, die ja klassisch EU-skeptisch sind, meistens gesagt haben, naja, wozu soll ich zu dieser Wahl gehen? Das ist diesmal anders. Also diesmal sind die FPÖ-Wähler erstaunlich entschlossen, zu dieser Wahl zu gehen. Und das ist ja ein bisschen die Hoffnung der ÖVP, muss ich jetzt auch dazu sagen. Deswegen haben sie sich dann letztlich doch gegen eine vorgezogene Nationalratswahl entschieden, weil sie hoffen, dass tatsächlich ganz viele am Wahlsonntag... Ganz genau, dass die FPÖ wählen und sich dann denken, okay, Blitzableiter, jetzt habe ich meine Wut ausgekostet, aber ganz so will ich es dann bei Nationalratswahlen doch nicht haben. Die Nationalratswahl genau. Und das ist die Frage, wird es der Fall sein? Denn die Frage, Isabel, nach dieser Umfrage und überhaupt ist ja, wie schätzen wir Karl Nehammer ein? Schafft er ein Comeback? Kriegt er irgendwann auf seine letzten Tage, muss man sagen, noch einen Kanzlerbonus? Weil derzeit hat er keinen, er liegt genau am Parteiwert. Und kann der irgendwie das Comeback schaffen? Der Mann hat ja 4 oder 5 Werbelinien bereits probiert in den letzten Wochen. Irgendwann war der Glaube an Österreich und dann weiß ich, was uns da alles einreden wollte. Jetzt ist er plötzlich auf der Mitte drauf, schaltet Inserate, er ist die Mitte. Ja? Und die Frage ist, geben wir dem eine Chance oder nicht? Also ich sage, bei der EU-Wahl kriegt er eine Watsche, obwohl ich glaube, dass er Zweiter wird, weil ich glaube, dass dieser Effekt, den wir immer haben, dass die eigentlichen EU-Fans, und das sind viele in Österreich, vor allem Jüngere, doch am ersten die Europapartei, sprich die EU wählen und auch den Herrn Lobatka dann sozusagen mitschlucken. Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil natürlich die überzeugten Europäer haben diesmal schon eine Auswahl. Sie können die NEOS wählen, das ist gerade im Bereich von bürgerlichen Wählern durchaus realistisch, dass sie den Helmut Brandstätter wählen. Der kommt gleich als nächstes, der kommt als nächstes heute im Programm, genau. Für Jüngere ist aber natürlich auch die Lena Schilling durchaus ein gutes Angebot, obwohl die Grünen auch bei Nationalratswahlen gar nicht gut dastehen, aber bei der EU-Wahl könnten sie überdurchschnittlich gut werden. Natürlich werden auch welche zur ÖVP gehen, aber durch die doch hunderttausenden EU-Bürger, die damit wählen können, traue ich mich jetzt echt nicht abschätzen, ob es Rot oder Schwarz auf Platz 2 schaffen. Ich glaube, was man sagen kann, die FPÖ scheint ziemlich sicher den Platz 1 zu kriegen. Die Frage ist, wie hoch, ob das wirklich über 30% sind, glaube ich persönlich nicht. Das wäre ja ein Mega-Erdbeben, so oder so. Egal, ob sie jetzt mit 30% Platz 1 werden oder mit 27, die werden zum ersten Mal Platz 1 in ihrer Geschichte. Da können sich wahrscheinlich die diversen FPÖ-Fans nicht mehr einkriegen danach. Und dann ist die entscheidende Frage, schafft Babler zu kommunizieren, dass er der Kandidat der Herzen ist? Soziale Wärme, warmes Mittagessen für alle Kinder statt einem Hamburger, ordentliche Bildung, Kinderbetreuung,
all das, womit ja auch Auingen in Salzburg gepunktet hat, kommen wir mal gleich dazu, Wohnen unter anderem, oder ist der Babler derzeit kommunikativ und marketingtechnisch so schlecht, wer bringt das ja alles nicht rüber, muss man ehrlich sagen, dass er dann samt seinem Kandidaten Schieder eine aufs Dach bekommt und dann Nehammer in seiner verzweifelten Situation trotzdem noch Zweiter wird. Was glaubst du? Also ich glaube tatsächlich, dass bei der EU-Wahl ein bisschen weniger um Nehammer und Babler gehen wird. Also grundsätzlich muss man sagen, die Art, wie es kommuniziert wird, gebe ich dir recht, ist gar nicht gut bei der SPÖ, weil es kommt das Ganze nicht wirklich bei den Menschen an, aber gleichzeitig fährt die SPÖ tatsächlich die ganze Zeit diese Themen. Die richtigen nämlich Themen. Die Themen, die die Menschen wirklich bewegen. Das wissen wir auch von allen Landtagswahlen, Gemeinderatswahlen und natürlich nach den Studien auch bundesweit die Teuerung, das leistbare Wohnen, das leistbare Leben, die Gesundheit sind wirklich Schlüsselthemen für die Menschen. Steht sogar zum ersten Mal seit vielen Jahren über der Sicherheitspolitik oder der Asyl- und Zuwanderungspolitik. Das heißt, das wäre grundsätzlich etwas, das für die SPÖ eigentlich ein Idealzustand ist. Bei der SPÖ weiß man nur erstens nie, wie bringen sie es rüber. Und das Zweite ist, wie weit setzen die ihre Streitigkeiten fort. Und die letzten Monate haben gezeigt, dass die Lager nach wie vor keine Lust haben, geeint zu sein. Superwahl. Und wie weit turnt der Spitzenkandidat die Wähler ab, muss man auch dazu sagen. Es ist ja, ich bin ja der Meinung, und ich glaube, du auch, aber du kannst das eh gleich sagen, dass die SPÖ, die ja wirklich die dümmste Partei in Österreich ist in den letzten Jahren, muss man echt sagen, mit Abstand, ja den Fehler ihres Lebens gemacht hat, indem sie die Randy Wagner abgesägt hat, weil das wäre jetzt genau die ideale Zeit für eine Spitzenkandidatin Randy Wagner, wenn sie von der ganzen Partei unterstützt würde, wenn sie endlich ein gescheites Marketing hätte und wenn sie diese Themen kommunizieren könnte, weil sie könnte die gut rüberbringen, nämlich auch so, dass man es will. Sie wäre sympathisch gewesen, man hat es jetzt ja bei ihrer EU-Antrittsrede gesehen. Und sie wäre eine Frau gegen zwei wirklich eher eigenartige Männer gewesen. Also das wäre eine super Sache. Meiner Meinung nach war das ein Riesenfehler, dass die Randy Wagner abgesägt haben, oder? Ich sehe es genauso, weil ich habe das auch schon 2023 dauernd gesagt. Es stimmt zwar, dass die Randy Wagner als Parteichefin nicht wirklich die ideale Besetzung war, aber es war immer klar, dass wenn es um eine Regierungsbeteiligung geht, wenn es um die Frage Kanzler oder Nicht-Kanzler geht, die Menschen der Pamela Randy Wagner das einfach zugetraut hätten, weil sie kam immer sehr smart rüber und sie ist jemand, und das würde ich in Österreich nicht unterschätzen, sie ist jemand, für den muss man sich nicht genieren. Da wüssten genau. Die Menschen, die können wir überall hinschicken, die macht Bella Figura, genau. Ist eine kluge Frau, kann sich ausdrücken. Ich glaube auch, dass die Umfragen mit Pamela Randy Wagner derzeit weit besser für die SPÖ wären. Allerdings nur dann, und du hast es angesprochen, man kann es wirklich sagen, die SPÖ hat derzeit einen leidenschaftlichen Trieb in voller Dummheit und Selbstzerstörung, sich dauernd selbst zu ruinieren. Also hätten sie sie weiter filetiert, wie sie es die Jahre davor gemacht haben, hätte sie auch keine Chance gehabt. Gut, das heißt, Isabel, wir haben zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei mögliche Zweite. Ja? Wenn der Nehammer Zweiter wird, meine These, dann hat er noch einmal seinen Kopf aus der Schlinge gezogen und wird mit Ach und Krach als Spitzenkandidat im September antreten. Und dann gibt es auch keine Diskussion in meinen Augen. Richtig. Wenn der Babler Dritter wird, will ich jetzt nicht ein sozusagen Mäuslein in der SPÖ sein, weil dann fliegen dort die Fetzen meiner Meinung nach. Dann wird aus dem versteckten Messer eine offene, blutige Schlacht. Und dann ist die Frage, gelingt es dem Doskozil-Lager oder dem Ludwig-Lager noch, den Babler abzumontieren? Ich würde sagen 50-50. Ich halte die SPÖ sogar zu zerstritten, um sich dann auf einen gemeinsamen Kandidaten zu einigen. Das kommt dazu. Wer soll das sein? Ja? Die können sich auf keinen Kandidaten einigen. Also in der Theorie stimmt es. Nein, Herr, glaube ich auch nicht. Am ehesten noch auf Auinger, würde ich sagen, in der jetzigen Phase. Gut, womit wir beim nächsten Thema sind, Isabel, Salzburg-Wahl.
Ja, das ist ja eine ganz, ganz interessante Wahl, weil da hat es ja viele gegeben, ich nicht, du auch nicht, die gesagt haben, die KPÖ wird das gewinnen, sogar Umfragen, ja, die gesagt haben, die KPÖ wird Erster sein. Dem war nicht so. Unser Kai Michael hat abgedankelt, im wahrsten Sinn des Wortes. Und das Interessante ist, der hat im zweiten Wahldurchgang 30% fast seiner Erstwähler verloren. Die sind abgehauen. Die sind entweder zur SPÖ gegangen, genau weiß man das nicht, oder die sind gar nicht mehr wählen gegangen. Wie siehst denn du das Salzburg-Ergebnis? Also grundsätzlich finde ich 36% für einen KPÖ-Plus-Kandidaten eh eine beachtliche Leistung. Aber grundsätzlich, du hast recht, es war ja die Wahlbeteiligung signifikant niederer als beim ersten Wahlgang. Also es haben ja nur 48% dann gewählt, also nicht einmal jeder Zweite. Das ist schon ein Zeichen, dass die Leute da höchst irritiert waren. Was eigentlich immer und von Anfang an klar war, wenn es wirklich zu einer Stichwahl Auinger Dankl kommen würde, dass dann der Kandidat der SPÖ den Vorteil hat, weil natürlich sehr viele ÖVP-Wähler, vor allem ÖVP-Wähler, auch FPÖ-Wähler, aber ich glaube, es waren mehr die bürgerlichen Wähler, gesagt haben, na, bei aller Liebe, aber kommunistischen Bürgermeister in Salzburg, das geht sich nicht aus. Genau so ist es dann ausgegangen. Man darf nicht vergessen, vom Landeshauptmann Haslauer abwärts haben ja alle sofort aufgerufen, man müsse den SPÖ-Kandidaten Auinger unterstützen. Der Auinger hat es aus meiner Sicht auch clever gemacht. Er ist smooth aufgetreten, also auch nicht irgendwie rabiat. Er hat immer wieder auch die Hand ausgestreckt Richtung ÖVP-Wähler, dass er ja alles immer sehr gemeinsam auch mit der ÖVP gemacht hat und hat sich ja auch sehr stark als ein Mann der Mitte. Genau. Und deswegen auch nur ganz kurz zur letzten Werbelinie vom Karl Nehammer zurückkehrend. Ich glaube, dass das die bislang klügste, weil dieses Glaub an Österreich bringt. Nur man muss sie halt auch mit Inhalt erfüllen. Man muss immer mit Inhalt erfüllen. Und beim Nehammer ist nichts Mitte, außer dass er nichts ist. Man kann sagen, nichts ist Mitte, aber der Auinger hat es ja anders gelebt. Der Auinger hat es mit Leben erfüllt, aber ich will nur sagen, ich glaube, in Zeiten wie diesen, wo du zwar einen enormen Aufschwung weltweit hast für entweder nahen oder doch sehr polternde Figuren oder auch teilweise radikale Figuren, gibt es natürlich schon eine Sehnsucht nach der Mitte. Genau. Du hast es genau auf den Punkt gebracht, sehe ich ganz genauso. Also erstens, die KPÖ war den Leuten einfach zu radikal. Wir haben wieder das österreichische Phänomen erlebt. Wenn es ans Eingemachte geht, verliert ungefähr ein Drittel derjenigen, die vorher gesagt haben, KPÖ ist Spitze, ja, den Mut und wählt es nicht. Das ist ja das, was möglicherweise auch der FPÖ droht. So sehr die zwei Parteien völlig unterschiedlich sind. Aber das Phänomen kann ein ähnliches sein. Und dieses Drittel geht dann in die Mitte und will einen Platz in der Mitte. Ja. Das ist ja sozusagen der bequemste Platz für einen österreichischen Wähler. Ich bin in der Mitte, ich streife nirgends an, ich bin kein Linker, ich bin kein Rechter, ich bin ein anständiger Österreicher in der Mitte. Und das hat der Auinger perfekt inszeniert. Für mich der idealtypische SPÖ-Kandidat, auch wenn das am Anfang niemand gedacht hätte, doch der Pfarrer bloß ein ständiger Verlierer, der klassische Loser, weiß ich, was man dem alles anhängt. Aber erstens wirklich Mitte, politisch Mitte, für die Themen Wohnen, gegen Teuerung, für mehr Öffis, gegen Geldverschwendung, sprich diese absurde U-Bahn, also wirklich Mitte, Punkt 1. Punkt 2, definitiv einer, der die Hände nach allen Richtungen ausspricht, ein Großkoalitionär im Sinne von mehr als nur SPÖ-ÖVP, weil der hat ja sogar die FPÖ eingeladen. Am liebsten hätte der ja Allparteienregierung. Den Dankl hat er umarmt, als wäre sein Schwiegersohn. Die ÖVP hat er überhaupt sozusagen gleich komplett lieb gewonnen und die ÖVP ihn, ja, indem er gesagt hat, um Gottes Willen, nichts an den Festspielen ändern, nichts an der Wirtschaft ändern, alles bleibt, wie es ist. Und die anderen hat er gewonnen, indem er gesagt hat, jetzt marschieren wir gegen die Teuerung los, gegen die Wohnungsnot und all das. Ein super Kandidat, so müsste die SPÖ aufgestellt sein. Ist sie leider nicht, weil zwischen Auinger
und Babler, das ist für mich wie Venus und Mars. Ja? Womit wir übrigens beim Thema Wirtschaft sind. Und da haben wir in der Woche ja zwei ganz dramatische Ereignisse. Einerseits den Auerstreik mit der Frage, werden jetzt die österreichischen Unternehmen schon langsam umgebracht, nämlich primär von ihren deutschen Müttern, werden wir gleich darüber reden, wer will die Auer killen. Und zweitens, wir sind bei einer Rezession angelangt. Das, was unser Herr Professor Beutelmeier seit Monaten sagt, ist tatsächlich eingetreten. Kein Wirtschaftswachstum mehr. Wer ist schuld am fehlenden Wirtschaftswachstum? Also generell hast du ja weltweit eine Wirtschaft, die nicht ideal ist. Aber da sieht man deutlich, sowohl was die Teuerung als auch die Inflation angeht, liegt natürlich Österreich weiterhin deutlich über jeglichem Euroschnitt. Also jetzt vorher ist erst die Meldung, Inflation in Frankreich, und da läuft auch nicht alles gut, überhaupt nicht, ist auf 2,3% gesunken. Also wir sind deutlich drüber, auch wenn sie sich mit 4,3 jetzt feiern. Es ist einfach nach wie vor für viele Menschen, auch wenn das manche nicht glauben wollen, das Leben zu teuer. Das sind primär Mieten, das sind Strom- und Gaspreise, das ist aber auch Lebensmittel und da vor allem Gastronomie, und Menschen wollen auch Urlaub machen, und das ist alles extrem teuer. Und jetzt kommt der Mechanismus raus, ich glaube, die ÖVP wollte aus ideologischen Gründen nicht in den Markt eingreifen. Ich halte das für einen Fehler. Man hätte in den Markt eingreifen müssen, weil jetzt kommt zu den tatsächlich zu hohen Kosten auch noch die Angst vor dem Abstieg dazu. Ja, und letztendlich und die Kaufverweigerung. Wenn ich Angst habe vor dem Abstieg, wie wirst du reagieren? Bei den Konsumenten, du wirst damit reagieren, dass du das Geld bunkerst. Ich glaube, wir haben zwei große Probleme, und das wird für dieses Land dramatisch werden, und zwar auch dramatisch Richtung Nationalratswahl. Erstens einmal, die Menschen wollen nicht mehr einkaufen gehen. Das treibt die Wirtschaft oder das Wirtschaftswachstum schon per se einmal in Richtung Null. Weil wann nicht mehr eingekauft wird. Klar. In der Pandemie hatten wir noch diesen riesigen Wohnungsboom. Da ist ja bei XXX-Lutz und so weiter eingekauft worden wie wild. Ja? Jetzt ist das nicht mehr der Fall. Ja. Die Leute sparen. Ja. Ja? Punkt eins. Punkt zwei, diese Regierung ruiniert die Wirtschaft. Das muss man ganz klar sagen. Die Gastronomie ist hin. Hast du das eh gerade gesagt? Die können überhaupt nur noch durch höhere Preise irgendwie überleben. Dann kommen aber weniger Leute, und das ist eine Todesspirale. Die Bauwirtschaft ist hin. Das Baupaket, das angebliche, spürt keiner. Das ist wieder mal ein typischer Nehammer-Flop. Ich glaube, groß angesagt, nicht umgesetzt. Ich glaube, dass das Baupaket nicht so schlecht ist, aber ja, es kommt super, zu spät. Ja, super, aber es kommt nicht. Ja, und es kommt zu spät. Erstens zu spät, und zweitens ist es noch immer nicht da. Also ja, das meine ich ja mit zu spät. Ja. Wo das Baupaket ist, in der Schublade vom Herrn Nehammer, im Keller vom Bundeskanzleramt, man weiß es nicht. Und dazu kommt, die Regierung, welche immer Branche sie angreift, sie fährt sie in Grund und Boden. Digitalisierung, bitte für was. Der Herr Kurz hat eingeführt eine Digitalsteuer für die großen Konzerne, Google etc. Super Idee, ja. Und diese Digitalsteuer soll an unsere Medien- und Start-up-Betriebe fließen für die Digitalisierung. Was passiert bei dieser wirklich katastrophalen Regierung? 120 Millionen werden eingenommen, 20 Millionen werden ausgeschöpft, die restlichen 100 Millionen naht sich die Regierung Nehammer und ihr Finanzminister ein. Wie Räubersleute, ja, wie Raubritter kassieren die Digitalisierungssteuer. Und dieses Land ist digitalisierungsmäßig Schlusslicht. Nicht nur in Europa, sondern mittlerweile wahrscheinlich bald weltweit. Die afrikanischen Länder werden bald besser digitalisiert sein als wir. Das kann leicht sein, weil Ruanda und Co. Ja. investieren da ordentlich. Ja, ja, das meine ich. Das ist kein Scherz. Die überholen uns. Ich habe das auch nicht als Scherz gemeint, sondern als Drohung. Ja. Mhm. Das heißt, diese Regierung fährt das Land an die Wand. Das muss man wirklich sagen. Und deshalb, glaube ich, wird möglicherweise im Herbst sozusagen dieses Geheimnis nicht mehr funktionieren, dass man sagt,
die ÖVP wird als Wirtschaftspartei gewählt, weil jeder Österreicher hat mittlerweile mitbekommen, dass dieser Kanzler und diese Regierung mit diesem grünen Wahnsinn, den sie da mit dabei haben, dieses Land wirtschaftlich an die Wand fahren. Zu hohe Steuern, eine zusätzlich eingeführte CO2-Steuer, die kein Mensch versteht, die es auf der ganzen Welt nicht gibt, außer bei uns. Es wird immer, immer schlechter und als nächstes wird sich Red Bull verabschieden und dann gute Nacht. Ja, also ich glaube, ganz so kritisch sehe ich es nicht. Ich glaube, das, was du ansprichst mit der Digitalisierungssteuer, ist natürlich ein Problem, aber das ist unsere Problembärin in dieser Regierung auf der ÖVP-Seite, nämlich die Medienministerin Susanne Raab. Das muss ich glaube, ganz du gar nicht mitbekommen sagen. Hat, dass der Finanzminister da 100 Millionen abschneidet. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, dass sie es nicht mitbekommen hat, weil ihr ganzes ORF-Gesetz und so zeigt, in welche Richtung sie gegangen ist. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, tatsächlich Teilen der Regierung nicht klar, wie prekär die Situation für mehrere Branchen sind. Ja, für fast und, alle Branchen, muss man sagen. Ja, ja stimmt. Und nimm die CO2-Steuer daher, belastet alle Betriebe unglaublich. Ja? Und wir sind das einzige Land, das das hat. Ja, also ich meine, ich bin sehr für eine CO2-Steuer europaweit, ist allerdings auch ein Problem, weil in Amerika gibt es das nicht und in China schon gar nicht. Nee. Ja, aber was überhaupt nicht geht, ist, dass man das in Österreich einführt, in anderen Ländern nicht. Die hauen alle ab, entweder auf dem Balkan oder sonst irgendwohin. Diese Unternehmen wird eines nach dem anderen, verschüßt sich zumindest teilweise. Gut, ich glaube, dass man ziemlich sicher davon ausgehen kann, dass in der nächsten Bundesregierung die Grünen nicht mehr Teil des Ganzen sein werden. Und auch falls zum Beispiel Schwarz und Rot dann miteinander koalieren würden, muss man dazu sagen, dass ja sowohl die schwarzen Landeshauptleute als auch die roten Landeshauptleute, in dem Fall sogar Andreas Babler, gegen die CO2-Steuer waren, weil sie gesagt haben, das kommt zu einer Unzeit, wo Menschen eh schon den Eindruck haben, dass sie viel zu belastet sind. Also ich glaube, die wird ziemlich bald kippen. Gut, dann haben wir noch ein Schlussthema, das ist dein Thema. Heute hast du es aufgedeckt in Österreich, die Gehaltspyramide des ORF, auf die alle mit Spannung gewartet haben. Jetzt liegt sie vor. Man muss ehrlich sagen, da gibt es einen Glücksritter, da kann man nur den Hut ziehen. Robert Kratzky verdient ungefähr so viel wie die anderen zusammen, könnte man etwas übertrieben formulieren. Ich meine, das ist natürlich der beste Radiomoderator im Land, aber in Summe kommt der ja auf wahrscheinlich über 600.000 Euro, weil 470.000 kriegt er laut deiner Liste als Gage. Und dazu kommen dann noch seine Werbungen für Saletti oder was immer das alles ist. Und was er sonst noch alles macht, Nebenauftritte und weiß der Geier was. Also wenn der nicht auf 600 kommt, heiße ich Toni. Das muss er Gott sei Dank nicht im Detail ausweisen müssen. Richtig. Wie siehst du denn diese ORF-Gagen? Na schau, ich muss jetzt zwei Sachen dazu sagen. Ich finde es von der Medienministerin nicht richtig, dass sie erzwungen hat, dass alle namentlich geoutet werden. Ich glaube auch, dass der ORF einen Riesenfehler gemacht hat, dass der Betriebsrat eine Beschwerde beim OGH eingebracht hat. Es hätte einfach einer der betroffenen ORF-Journalisten eine Individualbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof machen müssen. Aus Datenschutzgründen und dann wäre das Unternehmen zwar gezwungen gewesen zu sagen, 61 Personen verdienen über 170.000 Euro im Jahr und natürlich auch die Gehälter angeben, aber ohne Namen. Weil so tut man jetzt mehrere wirklich, okay. Na, vor allem die restliche Medienbranche wird nicht viel weniger verdienen, muss man dazu sagen. Ich würde gerne die Gehälter der Kronenzeitung kennen oder das vom Herrn Grasel, um es einmal nur so zu sagen. Ich bin mir sicher, dass der Herr Grasel mehr verdient als der Herr Weißmann. Kuriergeschäftsführer gegen ORF-Geschäftsführer. Das ist jetzt eine Gage,
die liegt eigentlich im Schnitt der Mediengeschäftsführer. Also der Roland Weismann, der ORF-Generaldirektor, ist ja auf der Liste nicht die Nummer 1, das finde ich ein bisschen skurril, sondern er ist auf Platz 3 der Liste und er hat 2023 aufgrund von Abrechnungen und so Sachen 420.000 Euro verdient. Man muss dazu sagen, das ist weniger als sein Vorgänger, nämlich der Alexander Brabetz, verdient hatte. Der Robert Kratky, da ist natürlich das Argument, der hatte auch andere Angebote. Natürlich, ja. Der hat halt diesen Marktwert, weil der bringt bei Krone Hit wahrscheinlich 600.000 Euro. Der bringt ihnen natürlich enorm viel. Jetzt sage ich bei ihm dazu, es ist natürlich auch ein freier Dienstnehmervertrag. Du als Arbeitgeber weißt, dass das kostet generell dann das Unternehmen ein bisschen weniger. Aber natürlich, der gehört zu den absoluten Top-Verdienern in dem Land, weil du hast was Richtiges gesagt, diese 450.000 Euro im Jahr, von denen wir reden, ist ja nur ein Teil, nämlich der vom ORF gezahlt wird. Er hat natürlich noch weit höhere Nebeneinkünfte. Wir sind in jeden Abend im Werbefernsehen. Aber das ist sozusagen, das werden sie nur in einer Range bekannt geben müssen. Das ist schlau gelöst worden vom ORF, dass man es monatlich quasi bekannt geben muss. Und dann musst du in dem Monat mehr als 2.000, mehr als 5.000. Und die oberste Grenze, die du angeben musst, ist mehr als 10.000. Also es ist wurscht, ob du 10.100 oder 150. Aber in Wahrheit, sage ich, da ist es mittlerweile wurscht, ob man Dankl oder Nehammer wählt. Dieses Land steuert sowieso in den Kommunismus. Weil, na wirklich, also das ist doch wirklich, also das gibt es ja auf der ganzen Welt nicht, dass eine Regierung Menschen wie ein Robert Kratky, also TV und Fernseh und Radios, das verpflichtet, ihre Gast zu veröffentlichen. Das grenzt ans Irre, muss man ehrlich sagen. Und man muss dazu sagen, ich habe die Geschichte jetzt gemacht, weil vielleicht für jene, die das nicht verfolgt haben, obwohl ich Bauchweh mit der Methodik habe, dass man Menschen zwangsoutet. Nein, es ist nicht nur so, sondern der ORF ist per ORF-Gesetz verpflichtet, am 31. März diese gesamten Listen, es geht um 57 ORF-Angestellte plus 4 Tochtergesellschaftsgeschäftsführer, diese gesamte Liste dem Kanzleramt zu schicken. Und dann wird das Ganze natürlich ohnehin publiziert. Deshalb liest man es bei dir natürlich als erstes. Vorab, so ist es. Wobei man muss schon ganz ehrlich sagen, also irgendwie ist diese Regierung jetzt für dieses Land nicht mehr tragbar, sage ich ganz ehrlich. Also alleine, was die am Mediensektor aufführen, es dreht einem den Magen um und man will hier eigentlich nicht mehr arbeiten unter einer solchen Dilettanten- und Ärgernisregierung, nämlich aus Türkisgrün. Es sind ja die Grünen noch ärger als die Türkisen und die Frau Raab schlägt alles, muss man dazu sagen. Von der weiß man nicht, ist sie grün, ist sie türkis oder was ist sie eigentlich, außer ahnungslos. Also das ist ja wirklich eine Katastrophe. Und das gilt irgendwie für die ganze Wirtschaft und so weiter. Man muss eigentlich sagen, es ist eine Woche, die tut mir im Herzen weh als Österreicher. Dir, Isabel? Ja, man muss auch dazu sagen, da muss man der Frau Raab ja wirklich gratulieren, weil mit der Sache, die sie da jetzt beim ORF gemacht hat, ist sie die beste Wahlhelferin der FPÖ, weil die einzigen, die von dieser Transparenz-Datenbank profitieren werden, sind nur die Blauen. Ja, und da sind natürlich einige Skandale dabei, das muss man schon fairerweise sagen. Es sind Absurditäten dabei. Dass ausgerechnet der Grüne Sicherheitsdirektor des ORF, weil er ein Grüner ist und den Herrn Lockel berät und dessen Habschi ist, die höchste Gage hat. Ein Skandal. Die zweithöchste. Ja, also wenn ich den Herrn Kratky recht herauswähle, das ist ja kein, in dem Sinn, wie du ja schon gesagt hast, kein ORF-Angestellter. Dass der ORF-3-Chef die höchste Gage hat jetzt von den Direktoren. Höher als die Direktoren. Ein Skandal. Dass die ORF-3-Vizechefin, die eine FPÖ-Frau ist,
Richtig. Und von denen ja auch in der FPÖ-ÖVP-Zeit da hinein interveniert wurde und auf Veranlassung der FPÖ offenbar einen Wahnsinnsvertrag bekommen hat, wie man jetzt sieht, weil sie nämlich viel mehr verdient als alle anderen, obwohl sie eigentlich aufs Geld aufpassen sollte. Dort kassiert sie es ein. Also in dieser Liste verstecken sich wirklich extreme Skandale. Und da bin ich sehr dafür, dass ein bestimmter Stiftungsrat hier ordentlich hineindonnern wird. Aber dann sollte er auch die Frau Zierhut genauso vor den Vorhang holen wie den Herrn Strobel. Hier haben zwei Parteien offenbar ihren Günstlingen unglaublich unverschämt hohe Gehälter zugeschanzt. Und das geht natürlich nur im ORF, während das Gehalt des Herrn Kratki wahrscheinlich bei Krone Hit nicht anders wäre. Die Frau Zierhut und der Herr Strobel würden dort nicht so viel verdienen. Das glaube ich auch. Und deswegen bin ich auch zurückhaltend, was die Journalisten angeht. Weil die, die quasi echte Kompetenz aufgebaut haben oder Publikumslieblinge sind oder du weißt, wie rasch solche Leute auch abgeworben werden könnten, bewerte ich anders als Leute, die aus politischen Gründen in Managementfunktionen des ORF gesetzt wurden. Hast du wie immer recht, Isabel. Das war die Woche mit viel Aufregung, mit viel Sachen zum Nachdenken. Wir verlieren die Auer, wir verlieren vielleicht Red Bull, wir fahren mit der Wirtschaft an die Wand. Alles nicht sehr lustig. Für Feinspitze gibt es jetzt gleich was Besonderes. Denn Medienfeinspitze wissen, wen kann man eigentlich auf den Herrn Fellner folgen lassen, um ihn noch zu toppen? Wen? Den Herrn Brandstätter. Brandstätter, ja? Auch ein langjähriger Medienmensch, der jetzt Politiker wurde. Mit dem ich wurde. Viele, viele Sträuße abgefeiert habe, wo man gesagt hat, der lässt den sicher nie in sein Fernsehen. Das Gegenteil ist der Fall, er steht schon vor der Tür, darf jetzt für sich und seine Neos-EU-Werbung machen. Helmut Brandstätter donnert gleich los.